Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge hatten wir einen absolut epischen Kampf, wie ich finde, und letzten Endes mussten wir dabei einen Gott töten. Und in dieser Folge hoffe ich, dass es etwas fröhlicher zugeht. Ich weiß es nicht genau. Kommen wir ja eigentlich schneller an, wenn wir hier durchreisen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt hinkriegen. Da unten müssen wir hin. Die Reise. Ah ja, und zu Brux. Ja, okay. Dann machen wir das doch. Aber dann haben wir das Boot nicht dabei, ne? Scheiße. Oh Mann, der Turm hat den Eintrachtstein gefressen, oder? Ich wollte doch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Ja, aber da würde ich jetzt nicht nochmal runterspringen, woher Odin Kleiner. vor uns wissen konnte, dass wir nach Jötunheim gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Hä? Das war doch das, wo wir jetzt runterspringen konnten, oder nicht? Moment, da hinten. Jetzt ist da ein Tor. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Komme ich da jetzt wieder raus? Oder bin ich da jetzt reingekommen? Ich kann. Das war nämlich gerade noch nicht da. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Doch, ich bin aber jetzt im Broxladen. Okay, ich wollte gerade sagen. Also irgendwie war das jetzt alles so ein bisschen seltsam. Okay, mit Ich Brock. brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Ja, das ist alles gut. Aber du hast nichts für mich? Nee? Okay, ich dachte, vielleicht Ich hättest du noch wurde ja mal. nur meine Zeit verschwendet. Ja, nie mein Problem. Ich dachte, vielleicht hat der noch mal irgendwie eine kleine Verbesserung oder sowas. Aber gut, wenn der da zu faul zu ist, mir mal ein bisschen zu Es helfen, geht dann ist los! das okay. Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Nur Sofern zu, alles stelle nach Plan Jötunheim verläuft. ein und dann geht's los. Vermutlich. Jötunheim. Oder Jötunheim. Oder was weiß ich denn? Jötunheim. Okay. Genau. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Na, bereit. Das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Stimmt ja, da war ja noch was. Wir sind fast da. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm.
Okay. Schade, sprinten darf ich hier nicht. Ich hab einiges mit dir vor. Komm schnell wieder zurück. Bitte. Bild dir nicht ein, Ziegenmann. Ich finde die einfach nur geil. Okay, also schnell laufen dürfen wir leider nicht. Ein bisschen die Gegend erkunden ist natürlich auch relativ, weil so viel kann man hier nicht sehen. Ich hoffe, der Gipfel ist jetzt nicht unendlich lang, beziehungsweise der Weg dorthin. Das hört sich auf jeden Fall schon seltsam an. Hä? Nee, das war doch nur ein Baum. Ich dachte schon, da wäre ein Mensch. Kleiner, sind wir schon oben? Oh, wir sind im Himmel. Ach, ich muss mich bewegen, sagt mir das doch einer. Schau, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Haben wir. Nicht deine Waffen ausziehen, hallo? Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Trag sie. Ja, hier kann ich auch wieder nicht sprinten, okay. Junge. Nichts, dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Schon irgendwie cool hier. Hallo, ist jemand hier? Was haben wir denn hier alles? Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard-Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Kleiner, ich hab doch was zu lesen. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Oder auch nicht. Ich dachte, wäre noch was für ihn, aber nein. Dann halt nicht. Haben wir hier noch was? Ja. Obwohl doch neues Wissen. Kleiner. Wer ist der Wächter? Genau. Notier dir das mal schön ins Notizbuch. Können wir uns hier hinsetzen, einfach mal ein bisschen sinnieren über das, was passiert ist. Ich müsste sie fühlen, aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Warte! Hier passiert was! Deine Axt. Und Mutter. Da! Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange.
Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Oh je, das sah jetzt irgendwie gar nicht gut aus. So, ist der Kleine ein Halbriese und Halbgott? Es ist Mutters. Was? Sie war hier. Wo sie hat du? Unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Jetzt komm, Kleiner. Wenden wir es. Mal schauen. Müssen wir jetzt wieder quasi den Gipfel erklingen, sozusagen. Was ist das? Oh, wow. Okay. Oh, da hinten ist ein Tor. Und ganz viele tote Riesen. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. So. Asche leuchtet.
Leb wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So muss dich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Heißt das, es gibt noch einen zweiten Teil? Das wäre ehrlich gesagt mehr als cool. Mutters Asche, letzter Wunsch. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Stimmt. Der ist ja gerade gar nicht bei uns. So, leider kann ich immer noch nicht sprinten. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyren, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Also bei Loki musste ich ja erst an den Loki denken. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich hab die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Okay. Mit Atreus erkunden, weiter erkunden, erledigen Sie Zwergenfallen, was? Befreien Sie Drachen, reisen Sie nach Muspelheim und Niflheim, finden Sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Valkyren zu besiegen. Ja, das mit den Valkyren weiß ich nicht, ob wir das machen sollten, keine Ahnung. Vielleicht gehe ich mal zu einer hin, muss ich mal schauen. Aber das hört sich so an, als ob tatsächlich hier dann die Story zu Ende ist. Und, aber wieso mit Atreus erkunden? Vor allen Dingen erledigen sie Zwergen. Achso, Zwergen gefallen. Achso, befreien sie Drachen. Okay,
Okay, Walküren und Schild. Die Aufenthaltsorte aller verdorbenen Walküren sind nun auf der Karte zu sehen. Ah, das ist sehr schön. Dann braucht man die gar nicht zu suchen. Das wäre nämlich jetzt mein Problem gewesen, da ich gar nicht wusste, wo die überhaupt noch waren. Schauen wir mal. Tamos Leiche. See der Neuen. Seele aus zweiter Hand. Achso, ja, da war noch irgendwas, was wir machen konnten. Ja, da ist aber noch was mit Runen. Moment. Ach! Alfheim, Helheim. Ah, okay. Das ist ja cool. Neues Spiel. Mit Neues Spiel Plus können Sie ein neues Spiel beginnen und damit Ihre Ausrüstung, erworbene Gegenstände und Ihre Menge an Hacksilber behalten. Neues Spiel Plus kann jederzeit über das Menü Optionen im Spiel aufgerufen werden. Okay. Also können Sie ein ganz neues Spiel beginnen und damit Ihre Ausrüstung und so weiter behalten. Gehen wir doch mal. Ich komme hier gerade nicht raus. Oh, ups. Ja, ich habe zu schnell geklickt. Nein, jetzt habe ich hier im Moment über Optionen gegen das, ne? Neues Spiel Plus. Okay, ja gut, wenn ich das da machen kann, dann ist das okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir ja so gar nicht mehr wirklich viel zu tun haben. Ist so ein bisschen ein komisches Ende, aber wir hatten ja immer einen Abspann. Deswegen ist das schon in Ordnung. Aber wir haben jetzt keine Hauptquest mehr, die wir noch weiter verfolgen können. Deswegen, falls ich nicht noch irgendwas finden sollte, was jetzt mega spannend ist oder so, ich muss mal schauen, ob ich die Nebensachen, die wir jetzt so ein bisschen haben liegen lassen, vielleicht auch noch. Also wir hatten ja noch was mit dem, mit den Zwergen, wo wir noch was machen sollten. Ich glaube, wir sollten ein Schmuckstück beschaffen. Nee, ein Schmuckstück war es nicht. Irgendwas sollten wir auf jeden Fall beschaffen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich das machen sollte, dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine neue Aufnahme starten. Aber ansonsten, von der Hauptstory her, war es das ja jetzt hier leider für mich irgendwie ein seltsames Ende, weil normalerweise kommt ja der Abspann und dann ist das so, okay, hier ist der Cut, hier ist das Spiel zu Ende. Hier ist das irgendwie nicht so, hier kann man irgendwie direkt dann wieder ins Wasser springen und weitermachen. Aber es ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ich denke mal, dass das so ähnlich dann auch bei Assassin's Creed sein wird. Das habe ich ja auch noch nicht ganz durchgespielt. Beziehungsweise da kamen ja auch immer noch neue DLCs dazu. Die muss ich ja auch noch durchspielen. Deswegen, naja. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Es hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht, dieses Let's Play zu machen. Auch wenn ich ein paar Mal wirklich gedacht habe, oh Gott, muss jetzt noch mehr von diesen Kämpfen kommen. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag keine Bossgegner, keine Ahnung. Aber diese epischen Kämpfe, die dann zwischendurch waren mit den, ja, was heißt mit den Göttern? Eigentlich war es ja immer nur ein Gott. Die fand ich dann auf der einen Seite ein bisschen furchterregend vom Anfang her, weil ich gedacht habe, oh Gott, das schaffst du nie. Und auf der anderen Seite fand ich es dann mega geil, wenn ich es dann hinter mich gebracht habe und bestanden habe. Und ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hörte sich so an, als ob es eventuell noch einen zweiten Teil davon geben wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn er rauskommen sollte auf PC, dann werde ich ihn natürlich auch spielen. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Von mir auf jeden Fall 10 Daumen hoch für dieses Spiel. Bis dann. Ciao.